Then we have Rico Freimuth for Germany. He's a 10:40 man, sixth in the Olympics and seventh in the last World Championships. From a very good family of athletes. 9,039 points is world record in Eugene 3 years ago. Here he won the world title, having been runner-up to Hardy. This time Hardy got a very good start indeed. Spät dran. Das ist nachgereichte Versuche gerade. Ja. Das war der 14:33er genau. Von Ashton Eaton. 14:52 hat er mich mittlerweile gestoßen. Und Rico Freimuth. Nee, das ist jetzt schon richtig drin. Das ist dann weiter. Ja. Das ist nochmal eine Steigerung für Freimuth auf 15 Meter und 50 Zentimeter. Oh la la, das ist richtig cool. Ah, das ist gut. Das ist gut. Also Rico macht es jetzt gut. Ist bis jetzt einen richtig starken Wettkampf. Das muss man echt klar sagen. Das ist nicht gut, das ist sehr gut. Garcia of Cuba, then we've got Damien Warner, had such a good first day, the Canadian, Dos Santos of Brazil, then Ashton Eaton in lane six, right in the middle, Michael Schrader fighting for a medal as well, Freimuth in a medal position for Germany, the real resurgence of the Germans. So Ashton Eaton, talk of world records on the night, the schedule he would be required, we need a good race here. Standing up one away very well indeed, the Canadian continuing his good work as he's ahead of him. And Garcia has gone there and rolled along the way from Eaton. Well wins it, and not by much. Sitting in third place, and that's not a bad performance from him there. Как раз в первой десятке, он как раз в той большой группе, которая вместо с третьего по десятое, которая борется за бронзовый медаль. А вот эта попытка, наверное, стала, конечно, хитом у дисководов Рико Фраймута. Так классно поступивший вчера. Season's best for him at 480.
Rico Freimuth muss unbedingt gleich noch einen Schlusssport auspacken. Sonst ist die so sicher geglaubte Bronzemedaille in Gefahr. Burada vorne. Und auch Ashton Eaton. Weltrekordtempo 4:18. Das schaffen sie, glaube ich, nicht mehr. Und Rico Freimuth fällt immer weiter zurück. Jetzt muss er immer alles zusammennehmen, sonst gewinnt er keine Medaille. Meine Herren, aber er ist jetzt auch ganz alleine da. Selbst Kai Kaczmarek, der ist weit, weit weg. Burada, Eaton, dann Skurenjew und Michael Schrader da in der Dreiergruppe. Oh je, das wird ganz, ganz, ganz eng, denn der ist da hinten ganz alleine. Da haben wir ihn eingefangen mit unserer eigenen Kamera, Rico Freimuth. Komm, ein Schlusssport, es sind nur noch 220 Meter, dann ist das Ding hier rum. Und Burada, der versucht alles vorne. Und Ashton Eaton, der schafft den Weltrekord. Das ist das Rennen für 100.000 Euro Weltrekordprämie, neuer Weltrekord. Schrader ist im Ziel. 4:22. Skurenjew 4:24. Und da hinten Rico Freimuth, der kämpft. Der kämpft. Jetzt kommt endlich der Schlusssport. 8, 9, 10, 11. Das muss reichen. Das muss reichen. Oh, da hat das aber verdammt nochmal spannend gemacht. Meine Herren, aber was für ein Drama hier in diesem abschließenden 15 Meter Lauf. Vorne Weltrekord durch Ashton Eaton, weil die natürlich ja auch erst Schrader, dann Burada mitgemacht haben und ihn da vorne ziehen. Ein überragendes 1500 Meter Ding. Jetzt ist sie da, Rico Freimuth mit persönlicher Bestleistung, 8.561 Punkten, er hat es. Das war eine schwere Geburt.